Pilze mit. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Aber wenn ich ein Spiel Pilze mitnehmen lässt, dann nimmst du sie mit. Das wissen wir seit Super Mario. So, und wo kommen wir drauf? Klettern. Aber natürlich, und weiter klettern. Haben wir nichts zu tun. Ja, wohin? Tja. Super Mario Style, geht auch. Stehst aber sehr knapp hier. Wo müssen wir hin? Gute Frage. Hätte ich überhaupt hochgemusst? Wahrscheinlich nicht. Ist einfach wieder nach links. Jut. Übrigens, wurde ich ab? Ah, dann nehmen wir jetzt nicht mit. Sagst du mit seinem Schaden? So, hoffentlich sind das die Gegner. So, wer ist freundlich, wer ist nicht freundlich? Einfach reinschießen. Don't let them surround you. Mann! Beweg dich doch nicht so. Bleib doch mal stehen. Protect Riverhead! Wo ist der andere? Da hinten? Ja. Bleiben Sie stehen. Around.
schwimmt mir hier die Leiche gerade weg, ja. Macht die auch Schaden? Wir stehen mal eben im Feuer. Ne? Save those smiles for your families. The Tanakh understand only strength, and ours was a poor display at best. They will be back. You, the one who actually won this fight for us. Yeah. A word. Okay. I want everyone fortifying the pass. Your warriors seem... Green is early spring. There are children playing with sticks. It's all I can do to keep them alive. It'll only get harder. So far, the rebels have sent mere scouts. But it won't be long till they return for an all-out assault. And if they bring machines with them, we'll need a lot more than eager hearts to win. Was ist das hier? Nix? Okay. You seem to know a lot about Tanakh's tactics. Back when the Tanakh clans pushed back the Carja raiders, I joined the fight. The Tanakh taught you how to fight? More than that. They taught me how to work with metal. I'm probably the only Utaru who can. Never thought I'd be using what I learned then to fight against them now. We may speak freely here. Ooh, what's that? So, what's the plan? The plan was making new weapons for my so-called fighters. I sent my best climber, Voss, up the drum route to get the materials we need. Wide maws leave metal pods we use for crafting at its summit. But the derangement has made them as dangerous as the climb to reach them. Boss has yet to return. We have defenses to set up, and we are running out of time. If the Savior of Meridian is willing to lend us her strength a little longer, I believe you can get us what we need. You know who I am. Red hair, bow, fights better than 10 warriors put together. You're well known, and so is your little disagreement with the chorus. I understand what this place means to your people, but you're outnumbered and under-equipped. You can leave. Head to safety. Have you ever seen a flower so small and white? When it falls, it looks like snow in spring. My daughter called them winter song. She carried their seeds to the day she drew her last breath. Now those seeds grow in the grove at the heart of River Hem. Planted by my own hands, as do the ones of every brother and sister taken from us during the Red Raids. I will not abandon them. I'm sorry about your daughter. The raids took her from me. I found my peace in every card that fell beneath my spear. Now all I have left of her is planted in the Bibi. Hallöchen. No Tanakh. Ich meine Manu. Ja, Nahkampf-Klopas. Der Avatar funktioniert wieder. Lass mich raten, ihr habt Crusader Kings gespielt. Wie war's denn? Ja, was auch sonst. Da musste ich gar nicht nachschauen, das habe ich erraten. Ich habe so gut wie vorhin schon gesagt, seitdem die Kiwi in den USA ist, zockst du von morgens bis abends Crusader Kings. Was jetzt nicht negativ gemeint ist.
Man sieht halt nur, du nutzt die Zeit. What makes the path up to the drum root so dangerous? It's a cave of sunken passages and deep caverns that only the very skilled can navigate. It serves as a safe haven for my people, but machines have patrolled its deepest passageways ever since the derangement. Even so, River Hem and the Grove live off its waters. We are connected to it as much as we are to the seeds growing behind you. What exactly do you do around here? I am the metal weaver of River Hem. But all you really need to know about me is that I plan to keep my people alive. Thanks to you, we might actually have a chance at that. Das war eine viel bessere Frage. Vielen, vielen Dank. Ich kann normalerweise mache ich die Cap ab und zu aus. Dann sieht es so aus. Ich finde das aber viel spannender, wenn das Cap so ist und dann sieht man mich und sieht mich nicht. Kann ich mit meinem Rechner nicht so oft machen, weil das zieht zu viel CPU-Leistung. Aber bei PlayStation geht's. Und deswegen bin ich hier ab und zu das Nahkampfklo. Tell me more about these metal pots. They are tricky to collect. The Widmars sow them. One must be quick enough to gather. Ich mache halt ab und zu die Cam aus, wenn ich keine Ahnung, esse, eine rauche oder wenn mir einfach so danach ist. Without them, our chances of survival are slim. Ja, Synodream, theoretisch könnte ich das. Von Nahkampfklo, das klingt irgendwie klingt das geil, ja. Ja, das ist ja nicht die Snapcam, die frisst bei mir viel zu viel. Also die Snapcam von Snapchat mit den Filtern, das frisst bei mir locker mal die Hälfte meiner CPU-Leistung, das geht nicht. Das ist dieses Animaze oder wie das heißt. Was jetzt quasi free to play ist. Und da darfst du für alles bezahlen. Aber Klo mit Werbung geht. Ja, Snapcam ist eigentlich noch viel besser. Aber das habe ich bei mir runtergeworfen, nachdem ich gemerkt habe, der geht bei mir nicht unter 50-60% CPU-Leistung. Und bis mein neuer Rechner zusammengebaut ist, muss es so gehen. You have my thanks. There's no time to waste. Follow me. This way. Ja, Lord, genau, das ist der Nachfolger von Faerig. Glaube ich jedenfalls. Also wenn es Faerig bei Steam nicht mehr gibt, dann ist es der Nachfolger, der nicht besser ist. Der ist einfach nur kostenlos mit, musst für alles bezahlen. Deswegen sieht man hier beim Klo auch ab und zu so, jetzt rechts oben, so free. Und jetzt ist das gleich woanders, genau links oben. Das ist die kostenlose Version. Echt jetzt? Dann ist es vielleicht was anderes, aber Faerig sagt mir zumindest was. Aber das lohnt sich bei meinem Rechner da jetzt auch nicht weit rumzuschauen, weil wie gesagt, dieses ist alles viel CPU bei mir. Look to me like they chose to stay here as much as you did. It'll be the fight of their lives, that's for sure. Ah, Cine Dreams, danke schön, aber das glaube ich dir nicht. Mach die auch später wieder an. Wie gesagt, wenn ich fertig geraucht habe oder so. Almost there. Gut, ich will die Zuschauer nicht komplett loswerden, ne? But if we fall, the Tanakh will find them sooner than later. We're here. Ich glaube, wenn alle zwei Minuten irgendwelche Furz- oder Klogeräusche kämen, dann wären die Leute sehr schnell weg. This is it.
Do you have any questions? Nein, ich habe keine Fragen. Ich sollte mit dir reden. Das stand doch da. Die Samen deiner Tochter. Leute, das klingt falsch. I'm ready. Good luck. Come see me at the forge when you're done. Geh zur Spitze des Trommelwurz. Ja, vielleicht hätte ich das Spiel komplett auf Englisch schalten sollen. It's all right. You won't give up that easy. Ich glaube nicht, dass die Tochter Kevin heißt. Das Spiel spielt in tausenden von Jahren. Da sollten die Leute wissen, dass... Ich formuliere es mal anders. Da heißt keiner Kevin mehr. Oh, Dankeschön, Cine. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Heinrich. Das wäre so geil, wenn die Leute in tausend Jahren wieder Heinrich heißen würden. Ja. Die Welt ist untergegangen und in tausenden von Jahren, da rettet eine Rothaarige die Welt. Das ist genau mein Geschmack. Alter, wie soll ich da hoch? Wie? Oh. Oh, da hoch. Oder? Ja. Ich habe auch gemerkt, dass ich ohne Navis in Spielen, da bin ich mittlerweile total aufgeschmissen. Wenn der mir nur sagt, lauf dahin und dann darf ich den Weg selber finden, ohne Karte, ohne Map. Die hat Sommersprossen. Aber... Kann ich hier ranzoomen? Ben, guck doch nicht... Guck doch nicht... Okay, da musst du mir glauben, ja, die hat Sommersprossen. Das hat's gebracht. Da muss ich ja jetzt sogar. Ich muss ja hochklettern. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich hier nicht wieder verlaufe und irgendwo runterspringe, wo ich nicht runter sollte. Dann geht die Stelle wieder eine halbe Stunde länger, als es geplant war. Ja, das Spiel, das erinnert... Es hat eine Mischung aus vielen Games, aber Assassin's Creed ist teilweise wirklich viel davon. Und Tomb Raider. Muss ich da lang? Ja, ich muss da lang. I need to find a way up there. Ja, du bist lustig, Frau. Ich weiß, ich möchte da gerne hin. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Oder auch nicht. Ja, wo denn sonst? It doesn't seem to be an easy way to climb in this cave. But if there's tunnels up here, there might be some underwater. Ich habe vorhin zum Beispiel... Ja, hört aber ganz kurz auf zu reden. Dankeschön. Ich habe vorhin mit Guti Fall Guys gezockt. Also Fall Guys und Rocket League gibt es immer mal wieder zwischendurch. Ansonsten Singleplayer-Story-Spiele spiele ich ganz gern. Also Witcher... Runter. Witcher 3. Letztens habe ich Spider-Man durchgespielt, weil die Story da viel besser war als gedacht. Horizon Forbidden West. Danach habe ich eventuell Uncharted vor. Und Piano-Streams sind geplant. Wird aber wohl erst um Jahreswechsel was. Ja, genau. Aber das größte Problem ist, dass jetzt im Nachhinein hätte ich gerne zugehört, denn ich weiß nicht mehr, als dass ich irgendwie runter muss. Crap. Nicht zuhören sollen. Also runter.
wo runter? Also theoretisch müsste ich da durch, komme ich aber nicht. Also muss ich... Kiste, Loot. Loot, ich will zum Loot. Funktioniert doch. So. Was hat hier gesagt? Runter, um hoch zu können. Oh. Hier durch? Oh, ey, zum Glück haben die hier dran gedacht, das zu beleuchten. Bei Witcher 3 habe ich da ständig Probleme. Du bist ganz unten, stockduster und siehst nichts. Ja, Cyberpunk steht seit langem auf der Liste, aber erst wenn die das wirklich ordentlich gepatcht haben. Wollen wir die? Ja, die wollen wir. Komm durch! Komm hier! Zu langsam. Gut, dann halt den alten Weg. Was war das denn? Das ist mit Kontrolle zu schwer. Boah, ich krieg's hin. Ich habe leider keine Xbox. Ich habe momentan nur einen Rechner, der viel zu alt ist. Und eine PlayStation 4 Pro. Aber die PlayStation 4 Pro ist halt auch mal letzte Generation. Und auf der PlayStation 4 möchte ich Cyberpunk nicht probieren. Aber ich rüste... Ja, eigentlich das Geld habe ich ja jetzt schon. Ich bin jetzt nur am Überlegen, was ich mir ruder. Weil ich Mainboard und CPU und noch mehr austauschen müsste. Das heißt, ich bin immer noch am Überlegen, ob AMD oder Intel. Weil das, wenn dann sowieso die letzte Generation wird, nicht die, die jetzt gerade vorgestellt wurde. Es wird mehr so ein Low-Mid-End-Rechner. Genau, mal gucken. So, ich muss bestimmt da hoch. Ich bin eigentlich überhaupt kein Konsolenspieler. Die letzte Konsole, die ich hatte, war eine PlayStation 3 für 2 Monate. Nur für GTA 5, bis ich es mir dann auf dem PC gekauft habe. Dann habe ich auch die PlayStation 3 verkauft. Ansonsten die letzte reguläre Konsole war ein N64. Also alt. Müssen wir doch hochkommen. Na bitte. Du wirst lachen, aber so gut wie ich jetzt mit dem Controller hier momentan bin, also nicht gut. Das ist schon eine wahnsinnige Verbesserung. Als ich den PlayStation-Controller hier in der Hand hatte, ich durfte jedes Mal gucken, wo das Viereck und wo der Kreis ist. Und das darf ich teilweise immer noch machen. Dankeschön, Gutti.
Alles klar, Mono. Mono, sage ich schon. Manu. Oh Gott, ich bin auch nicht mehr so ganz fit. Dankeschön für den Raid und gute Nacht. Schlaf gut. Ganz vergessen. Mich so an das Klo gewöhnt. Und Grünglanz. Warte, die sind so lang, die Sektionen. Ich habe am Ende gar keine Ahnung mehr, wo ich eigentlich hin musste. Oder ob ich hierher gekommen bin. Ist bestimmt dazu da, falls ich aus Versehen runterfalle, was passieren wird. Und ich muss... The fuck? Wie soll ich denn da hinkommen? Und was ist das? Gut. Dann gehen wir weiter runter. Heute müssen wir da runter. Dann gehen wir runter. Ja, Internet Restart. Das war Zwangstrennung. Oder mein Internet spinnt schon wieder, denn es hat vorhin schon gesponnen und es spinnt die letzte Woche immer mal wieder. Aber ich bin wieder da oder ich bin noch da. Ich habe von Budgutti Vollgeist gezockt und mittendrin war mein Internet auch für 10 Minuten komplett weg. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist aber auch immer nur sporadisch, so um Mitternacht, um kurz nach Mitternacht manchmal eine Fritzbox. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches, eine ältere. Bitte sag mir, ich muss hier raus. Oder sag mir, da komme ich her. Läuft. So, Ladies and Gentlemen, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ich weiß nur, da bin ich die Leiter runtergekommen. Und Knobeln ist immer viel zu viel um die Uhrzeit. Da kann ich also hochklettern. Machen wir das doch mal. Versuchen wir nochmal hoch. Kann da hochspringen? Anscheinend ja. Versuchen wir einfach noch weiter hochzukommen. Ei! Aber darüber? Viel zu weit aus. Nicht hier runter? Hier ist so eine Kiste. Ich würde das jetzt einfach mal ausprobieren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich da rüberspringe, dann knall ich einfach nur gegen den Felsen. Ich muss da hoch.
da kann ich mich irgendwie festhalten, wenn ich näher dran bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Ich bin da ewig nicht mehr drin gewesen. Die läuft halt wirklich schon seit... Ich weiß es nicht mehr. Das ist aber auch irgendein aus der 7000er-Serie. Mir war aber wirklich gerade das ganze Internet weg gewesen. Das war... Keine Ahnung, woran es liegt. Und das war auch nicht nur hier am Rechner weg, das war wirklich komplett weg. Also die Box hat selber keine Verbindung mehr gekriegt. Ich würde gerne wissen, wie ich hier weiterkomme. Ich mag die Stelle nicht mehr. Muss irgendwie da ganz hoch. Und die Grafik, die sieht zwar schick aus, aber dieser ganze Rauch und dieser ganze Nebel und das Licht, ich sehe nichts. Machen wir es mal ganz doof und springen hier runter. Zur Spitze. Dann gucken wir mal da hinten nach. Ich muss sowieso gucken, wie lange ich heute noch mache, weil... Oh Gott. 3.13. Mal schauen, irgendwann muss mein Hund wieder... Da es mir zum Glück noch nicht passiert ist, dass er mir irgendwann ins Haus gemacht hat, will ich das nicht provozieren. Ich gucke einfach nur mal, ob ich irgendwo was übersehen habe. Da sind wir hergekommen. Bin mir ganz sicher. Ja, ich habe es gerade gemerkt, als bei mir der Windows-Sound kam und OBS gesagt hat, Reconnecting. Und mein Handy gleichzeitig auch gesagt hat, sorry, aber Internet ist gerade nicht. Also ich weiß, dass der automatische Reconnect irgendwann um 3 Uhr noch was ist. Könnte also gewesen sein. Wir sind jetzt wieder hier, genau, und deswegen da kamen wir her. Ja, da kamen wir her. Dann machen wir den ganzen Mist nochmal. Nicht die Luft anhalten kann. Ich habe langsam das Gefühl, in so einem 2-Stunden-Stream kriege ich ein, maximal 2 kleine Puzzle hin, die so massiv groß sind. Nein, da kommen wir raus. Ja, werde ich später mal machen. Ich kann nur nicht so viel an der Box machen, weil ich bin nicht der Einzige, der mit der Box mit dem Internet verbunden ist. Und wenn irgendwas nicht klappen sollte, dann kriege ich wieder einen Ärger. Da habe ich keinen Bock auf diese ganzen Diskussionen. Versuch das jetzt einfach nochmal hier drüber. Ja, fast da. Ich will einfach nur aus dieser blöden Höhle raus, ey. Das Spiel ist im Vergleich zu Teil 1 so massiv. Ja, richtig massiv. Ich habe die richtige Idee gehabt. Das mache ich jetzt noch. Ich kriege die Höhle hier fertig. Ich
Ja, siehst du, ich habe hier noch eine 50er Leitung. Da wohnt man mitten in der Hauptstadt und die kriegen den Ausbau nicht hin. So läuft das in Deutschland. Und mal. Internet kann nie zu hoch sein. Internet kann man nie genug haben. Jedenfalls von der Geschwindigkeit her. So, bitte sag mir, das war richtig. Oh mein Gott. Das sieht fast richtig aus. Jetzt muss ich nur noch... Ja, das Problem ist halt, dass die ausgebaut haben müssen. Und wenn es bei mir einfach mal nichts wirklich Schnelleres gibt, kann es nicht allzu viel machen. Oh yes. Oh yes. Weil es einen großen Spaß macht. Das ist cool, wenn man wieder will. Wieder zur Leiter. Ja, sag ich ja, Silas, so groß geht nicht. Die haben bei uns in Deutschland einfach viel zu spät mit dem Glasfaserausbau angefangen. Wenn ich noch die ganzen Werbeaktionen von der Telekom kenne mit ihren... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genannt haben. Wo sie wirklich versucht haben, so viel wie möglich über die Kupferleitung durchzupressen. Wo andere Länder schon längst mit Glasfaser angefangen haben. Ja, aber das Lustige war, ich hatte gerade die entsprechende Taste gedrückt. Ich war wohl nur minimal zu weit weg. Und deswegen darf ich es nochmal machen. Ich bin froh, wenn ich hier draußen bin. Mein Gott. So, wo ging es lang? Hier oben. Wisst ihr, dieser Kreis da oben, der heißt nämlich, wenn ich jetzt springe und dann nochmal springe, dann klettert die sich so fest. So. Das habe ich gerade versucht. Ich habe den Kreis gesehen, hat aber nichts gemacht. War wohl noch zu nah, weit weg. Wo waren wir? Jetzt waren wir hier an der Wand. Jetzt darf ich keinen Schusselfehler machen. Das kommt davon, wenn man Ducken mit Rennen verwechselt. If I time it right, I will be able to jump and use my forecaster to get to the other side. Au, du bist immer noch da? Vielen Dank. Ich weiß, dass du mir vor zig Stunden gefolgt bist. Dankeschön. Und Hallöchen nochmal. Bei der Stelle hier waren wir. Und da musste ich... Oh. Ahu, ich dachte, du wärst... Du hättest mir gefolgt und wärst halt gegangen. Also, ich hab nicht gewusst, dass du noch da bist. Aber freut mich wirklich. Das ist eine Kiste. Ich will hier raus, ey. Ich will raus aus dieser Höhle. Danke. Na, siehst du, wenn der persönlich vorbeikommt, dann lohnt sich das doch.
will nicht zur Kante. Ich will jetzt wissen, wie ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch? Muss ja auch alles so neblig sein und da tropft Wasser und da blinkt was. Und wenn ich das Ding hier einschalte, dann ist. Da kann ich also klettern. Gut. Oh, ich mach drei Kreuze, wenn ich hier draußen bin. Almost there. Na, bitte. Oh, yes. Made it. Time to find those white moths. Und das alles nur, weil sie meinten, oh, den Weg hier zu laufen ist ja zu einfach. Schicken wir den von hier nach hier durch so eine blöde Höhle. Dankeschön. Gott. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Those pods they're rejecting. They must be the ones Kiel needs. Looks like I can. Breitschlund, was machen wir gegen die? Die sind nur Löschwasser. Okay. Und die Zähne können wir mitnehmen. Wir haben kein Dings ausgerüstet, der Löschwasser macht. Tausch mal den rechts oben aus. Nee, die will ich. Ich will schon, dass die wissen, dass ich hier sind. Ich will die ja. Ich will die looten. Irgendeine Wasserwaffe mit Löschwasserschaden. Ja. Dann rüsten wir die aus. Aber erstmal ein Verschuss. Wieder schmetternder Schuss. Ja, da können wir noch Löschwasser fallen. Die haben wir bestimmt auch. Da haben wir die nicht. Sag mir, wir haben die. Haben wir nicht. Gut. Dann nehmen wir. Ach, Mist. Nicht getroffen. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber nicht kehre ich nochmal ein. Ja, also Fernsehen mache ich schon seit. Ich gucke kein Fernsehen mehr seit 10 Jahren. Oh, das ging easy. Das ging easy peasy. Bist du hier schnell? Bist du auch so schnell down? Ja. Schaden. Ja, bei mir gibt's nicht viel besseren Aim. Ich bin mit Controller noch schlechter als sonst. Ja.
mal Mund auf. Oder kommt ein zweiter. Ist nicht gut. Und eigene Falle ausgelöst. Immer. Mach ich ganz toll. Of Duty, da habe ich den letzten Teil, den ich da gespielt hatte, war tatsächlich noch Modern Warfare 2, das Originale. Lange ist her. Danach eher Battlefield-Spieler gewesen. Aber das geht durch mein Brechen jetzt auch nicht mehr wirklich. Ey, komm schon, irgendwo treffen, irgendwo, ist mir egal wo. Und Kamera, Dankeschön. Ich bin im Wasser und das ist. Das ist ein Timer. Genau, und jetzt nochmal drüber. Mund auf. Und nochmal. Mund auf. Ah, okay. Ja, ich weiß. Ich denke nur nicht dran, wenn ich am Zocken bin. Ich vergesse das immer wieder. Ich habe den Vorgänger mit Maus und Tastatur gezockt und ich vermisse meine Maus und meine Tastatur. Aber es geht mit der PlayStation nicht. Es geht auch nicht, wenn die PlayStation die Maus und Tastatur erkennt. Das Spiel funktioniert damit nicht. Deswegen lerne ich jetzt mit diesem Game Gear Controller. So. Haben wir noch die Leiche? Was soll ich tun? Was da hin? Ach, da hinten. Dann ist mir das egal. Was muss ich hier eigentlich machen? Sammle Breitschrund. Metallschoten. Also doch noch mehr. Muss man noch mehr suchen? Do it. Better get back to Q with these. Und oh, solange ich nicht wieder da durch darf, durch die Höhle, ist alles okay. Kein Bock, da nochmal durchzumüssen. Ist hier Loot? Nein, kein Loot. Na, pass mal auf. Also für eine PlayStation 4 sieht das Gelb echt schick aus.
Ja, da habe ich von gehört, aber wie gesagt, das spielt hier leider nicht. Überhaupt nicht. Da kannst du Maus und Tastatur angeschlossen haben, die PlayStation kennt es, aber das Spiel sagt, sorry, kannst nicht weiterspielen, bis du einen Controller anschließt. Und wenn du auch einen Controller dran hast, dann erkennst du nur den Controller. Leider. Ich wäre der Erste, der seine Maus und Tastatur dauerhaft dran angeschlossen hätte. So, sag mir bitte, ich kann das jetzt machen? Ich mach das jetzt. Bye, bye. Oh, na bitte. Müssen wir hoch oder runter? Hoch oder runter? Nein, muss man nicht. I've got what you needed. Fuß eingeschlafen. Not a moment too soon. Did you find Voss? I brought his seed pouch back. I pray it'll be the last I bury. But now I need to get the weapons ready. Let's hope it'll be enough. It'll have to be. Wo war der Stress? Der Stress? Yep. Kurz gucken. Schwach gegen Feuer und muss ich die hier? Ich wechsle die Bögen aus. Löschwasser brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist das jetzt normal mit 4 Werbesmodell? Die ist nicht laut. Ach, du bist direkt bei mir hier. Hallo. Hier. Weg. War nochmal zu der Werbung. Ich kann auch. Also das wirklich weniger Werbung gespielt, da kann ich leider sonst nichts machen, außer die halt manuell abzuspielen. Ich würde es machen. Schnell.
kommt dann auch noch das dicke Ding hier. Ich lese gleich. Ich habe keine Lust, jetzt hier zu sterben, was sonst passieren wird. So, wo sind die anderen? Wo ist da noch einer? Protect the seeds of the fallen! Hier hinten? Da ist noch einer. Das ist aber gut versteckt. Du auch. Gott. Endlich vorbei. Guess these young ones knew how to aim after all. Even so, Video gesehen, was gezeigt we owe you this victory, Huntress. It wasn't my strategy or craft that got us here, Q. I just brought in some parts. Even so, I want you to have this. It did good by my people. Wie gesagt, die PlayStation 4 Pro, ich habe die, ist leise. I'll take good care of it. Be safe out there. So, und ich loote jetzt hier. Oh. Ich hab's ehrlich gesagt schon kommen sehen, dass ich da sterbe. So, hier müsste normalerweise ganz viel Loot liegen. Aber wie gesagt, ich kenne mich auch mit Konsolen nicht so aus. Also ich weiß nicht, ob die originale PlayStation 4 vielleicht sehr laut war oder ob es irgendwas anderem lag. Nö, ich habe gerade mal die Kopfhörer abgenommen. Ich höre die nicht raus. Wobei ich sagen muss, dass meine PC-Lüfter hier halt auch laufen und die sind nicht laut. Ich habe für meine Grafikkarte eine Wasserkühlung und sonst nur Gehäuselüfter und CPU-Lüfter. Und die PlayStation, die macht sich da jetzt nicht groß raus. Lautstärkemäßig. Ja, wie gesagt, ist halt eine Pro. Kann vielleicht daran liegen. Hier ist noch Loot, hier ist überall Loot. Loot, Loot, Loot. Wie ist das Zeug was wert, was ich hier kriege? Das war jetzt eine fast anderthalb Stunden Nebenmission. Oh mein Gott. Ja, kann sein, aber wie gesagt, ich höre es halt nicht raus. Spulenfiepen kenne ich. Ich habe Grafikkarten gehabt, die hatten Spulenfiepen. Ich weiß also, wie sich das anhört.